Ja, liebe Freundinnen und Freunde, vielen Dank für die Möglichkeit, hier zu reden. Mein Name ist André Hunko, ich bin europapolitischer Sprecher der Bundestagsfraktion der Linken und rede jetzt auch deshalb zu euch, weil ich vor anderthalb Wochen den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages beauftragt habe, ein Gutachten zur Völkerrechtskonformität der Anerkennung von Guaido und zur Völkerrechtskonformität der drohenden Militärintervention in den USA auszuarbeiten. Und die Antwort, naja, das ist ja mein Job, es wird jetzt geklatscht, aber genau deshalb müssen ja Leute auch hier in den Parlamenten sein, die die Instrumente nutzen, die da sind in so einer historischen Situation, in der wir sind. Und die Antwort ist wirklich sehr, sehr interessant, weil der wissenschaftliche Dienst des Bundestages nahelegt, dass die Anerkennung von Guaido völkerrechtswidrig ist. Er hat schwerste Bedenken gegen diese Anerkennung und er sagt ganz eindeutig, dass was von US-Seite gemacht wird, nämlich Drohung mit Militärintervention und auch die Drohung Maduro ins Gefangenenlager Guantanamo zu stecken, auch das gab es ja, das ist eindeutig ein Völkerrechtsbruch. Und ich glaube, es ist wichtig, auch darauf hinzuweisen, hier wird Völkerrecht gebrochen von Seiten der USA und auch von Seiten dieser Bundesregierung. Man muss es ganz klar benennen. Und das hat jetzt auch eine gewisse Wirkung gehabt. Es haben ja viele Medien darüber berichtet. Ich habe das auf Spanisch und auf Englisch übersetzen lassen. Das zirkuliert jetzt auch in anderen europäischen und lateinamerikanischen Parlamenten. Es ist Gegenstand von Debatten. Und ich will an dieser Stelle vielleicht sagen, es ist nicht so, dass die Europäische Union, dass die europäischen Außenminister bisher geschlossen an Seite dieser Eskalationsstrategie stehen. Nach wie vor gibt es einige wichtige Regierungen in der EU, die Guaido nicht anerkennen. Dazu gehört die italienische Regierung, dazu gehört die griechische Regierung. Ich habe gestern noch mal mit Vertretern der griechischen Regierung gesprochen. Sie stehen dort massiv unter Druck, auch seitens der US-Botschaft, so wie hier, wo es sogar Demarschen gibt an die griechische Regierung, dass sie endlich auch hier einschwenken in diesen Kurs. Dazu gehört auch die zyprische und die slowakische Regierung. Also es ist, und in anderen Ländern ist es sehr umstritten, in der Slowakei, in Slowenien und zum Beispiel in Belgien. Also es ist eine Auseinandersetzung, über die man hier gar nichts erfährt. Und ich danke jeder einzelnen Regierung, auch wie ich sie sonst politisch völlig unterschiedlich beurteile, wenn sie sich nicht beteiligen an dieser völkerrechtswidrigen Eskalationsstrategie, die mit der Anerkennung von Guaido einhergeht. Ich wollte das auch nochmal sagen, ich begrüße es sehr, dass hier auch die Gelbwesten-Proteste sich hier angeschlossen haben, auch einen Teil der Mikroanlage zur Verfügung gestellt haben. Ganz große Sache, weil es waren ja auch Macron, die französische Regierung und die deutsche Regierung, die Vorreiter waren. Ja, das war ja so gewesen, dass zunächst, ich wollte gerade sagen, die spanische Regierung, aber sofort im Schulterschluss dann die französische und die deutsche Regierung nach vorne geprescht sind, ein Ultimatum gestellt haben. Wo sind wir eigentlich wieder hingekommen, dass in der internationalen Politik mit Ultimaten gearbeitet wird? Und nach Auslaufen dieses Ultimatums dann die Anerkennung vorgenommen haben. Also deswegen ist es auch richtig, dass wir hier gemeinsam auch gegen diese Art von deutsch-französischer Achse arbeiten. Und deswegen herzlich willkommen, dass die Geldbesten hier sind. Ein letzter Gedanke, der auch in der öffentlichen Diskussion sehr wenig wahrgenommen wird. Die Anerkennung durch Heiko Maas, durch das Außenministerium, durch die deutsche Regierung von Guaido stellt einen Bruch dar mit deutscher Außenpolitik. Bisher war es so,
dass deutsche Außenpolitik immer Staaten anerkannt hat, aber nie Einzelpersonen. Da gibt es ganz viele historische Aussagen von Genscher, von Westerwelle und so weiter und so fort, um genau eine solche konfliktige Situation zu vermeiden, wie sie jetzt entstanden ist. Und mit dieser Frage von Venezuela geht einher auch eine neue Art von, ich muss sagen, imperialer Außenpolitik, die hier eingeläutet wird, die unerträglich ist. Und wir werden deshalb auch im Bundestag das natürlich thematisieren. Ich habe am Mittwoch in der Fragestunde des Bundestages auch den Staatsminister Roth vom Auswärtigen Amt dazu befragt, ihn auch konfrontiert mit der Frage des Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes und der Völkerrechtswidrigkeit. Und ich habe zur Antwort immer nur bekommen, eigentlich war die Antwort, das Völkerrecht interessiert mich nicht. Das kann er so direkt nicht sagen. Deswegen hat er immer gesagt, wir kommentieren nicht den Wissenschaftlichen Dienst des Bundestages. Aber es war völlig klar, dass ihn der Vorwurf der Völkerrechtswidrigkeit dieses Vorgehens nicht interessiert. Wir wollen ganz klar, dass die Bundesregierung zum Völkerrecht zurückkehrt. Und wir werden diskutieren gerade einen Antrag, den wir einbringen wollen, mit drei zentralen Punkten. Anerkennung von Guaido zurückzuziehen, die angekündigte humanitäre Hilfe, diese 5 Millionen, die ja angekündigt worden sind seitens der Bundesregierung, die aber sozusagen für diese US-Strategie verwendet werden sollen, die sollen den UNO-Hilfsorganisationen zugutekommen, die unter Geldmangel leiden und die real humanitäre Hilfe in Venezuela leisten, aber eben keine politisierte Hilfe, sondern eine reale humanitäre Hilfe. Das sind die wichtigsten Punkte. Wir werden hier kämpfen. Ich kann auch sagen, ich bin ja einigermaßen kritisch, auch in der Linken und in der europäischen Linken, aber mas o menos ist es so, dass die europäische Linke hier einen guten Job macht. Sie hat sich verweigert dieser unerträglichen Resolution des Europaparlaments, das ja auch die Anerkennung gefordert hat, wohlgemerkt das Europaparlament, nicht die Staats- und Regierungschefs. Die konnten sich nicht einigen und wir werden das fortsetzen. Es ist nicht morgen und übermorgen vorbei. Ich glaube, wir haben hier eine längere Auseinandersetzung zu führen um Venezuela, völlig unabhängig davon, wie man Maduro jetzt selbst beurteilt, aber nicht nur um Venezuela, auch um die anderen Staaten, um die es geht, dort in Kuba, Nicaragua und so weiter, aber auch um eine grundsätzliche Ausrichtung von internationaler Politik. Und diese Auseinandersetzung, der werden wir uns stellen. Und ich hoffe, dass wir das gemeinsam tun und dass wir auch noch viel stärker werden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, sowohl Harry als auch André müssen jetzt sofort zurück zur Partei.